So, weiter geht's. Ich freue mich irgendwie. Naja, also doch, es wird schon schön. Es wird aber auch irgendwie kurios werden. Hier mit dem Notiz. Mit dem Forschungslabor. So, was haben wir denn jetzt für eine Notiz gefunden? Um unsere Forschung fortzusetzen, benötigen wir mehr infizierte Gehirne. Die Beschaffung von Gehirnen für die Antigenextraktion ist Gegenstand einer ethischen Debatte. Die weitere Verwendung menschlicher Köpfe als Versuchsmaterial hat zu internen Unstimmigkeiten geführt. Dr. Morgan ist wegen dieser Frage zurückgetreten. Jo, das wahrscheinlich auch zu Recht, aber ja. Also, ich muss sagen, hätte ich natürlich vorher gewusst, was hier auf mich zukommt, hätte ich das Ganze natürlich ein bisschen besser geplant. Aber ich wusste es ja natürlich wieder nicht. Dementsprechend muss ich das Ganze jetzt erstmal ausbaden. Also. Kochsalz. Oh, wunderbar. Übrigens, von dem brauchen wir 15, ja? 15. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo herstellen kann. Aber das wird katastrophal. Das wird absolut katastrophal. So, die haben wir schon alle. Die sind noch ungeprüft. Ich gehe jetzt hier einfach alles durch. Ich werde auch die Nacht durchackern. Das ist natürlich hervorragend. Ja, Essen ist ein absolutes Problem, was wir angehen müssen. Und auf Dauer natürlich auch Getränke. Weil wir leider auch hier keinerlei Wasserquelle haben. Ja, ich möchte was essen. Wir möchten alles essen. Aber wir haben nicht mehr viel. Also, beziehungsweise, glaube ich, gar nichts mehr zu essen, ne? Ich prügel das jetzt so lang, wie es geht, durch und dann geht's irgendwie woanders hin, wo wir uns Essen besorgen können. Hätte ich das vorher gewusst, was hier abläuft, hätte ich natürlich erstmal mir ein Auto besorgt. Also ich glaube, ein Auto zu haben ist hier schon mal essentiell wichtig, damit man einfach schnell wieder wegkommt. Also um Sachen zu holen. So, übrigens brauche ich auch die Lappen oder Lumpen. Für, fuck, die Köpfe. So, ja, wir sind alle hungrig. Du bist nicht hungrig, ne? Du hast aber auch nichts mehr zu essen. Du musst ja aber den Kaffee schon mal reinzwiebeln, weil der ist bald weg. Also nicht weg, sondern alle. Ja, Bücherregale. Ist es interessant für mich? Eigentlich nicht. Also, wie gesagt, die Lumpen muss ich mitnehmen. Was haben wir denn jetzt? 14 Uhr. Ja, die andere, also oben links, muss ich auf jeden Fall dann nochmal durchsuchen. In der Hoffnung, dass ich da auch nochmal genau die Dinger hier finde. Hallo. Kochsalzlösung, great. Achso. Oh mein Gott, das wird hart. Batterien, sehr gut. Ja, ich nehme erstmal alles mit. Das, ja, wird nicht mehr reichen. Ja, wie gesagt, gegen Hunger muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie. Das ist halt. Oh, ist noch ein Gegner? Achso, der Croucher. Ja gut, der kommt ja nicht bis hier hin. Okay, was haben wir? 15 Uhr jetzt. Ja, dem Kollegen werden wir was den Rumpf wegzwiebeln. Habe ich irgendwas für Rumpf? Ich glaube, irgendwas für einen Rumpf haben. Alter, wollte mich verarschen? Ja, wirklich nichts für einen Rumpf. Doch hier. Bin halt leider nicht geboostet. Ja, Köpfe, wie gesagt, müssen wir ja mitnehmen jetzt. Für die wunderbare Maschine unten. Ach, eins übersprungen. Scheiße. Ja, Kochsalzlösung. Ebenfalls wichtig und leer. Also, ja. Tragetasche. Ich weiß nicht, ob Dings eine hat. Ach nee, leer ist ja genau die. Hast du noch Platz? Ja, wunderbar. Noch eine Notiz.
Das Team arbeitet unermüdlich, aber der Schatten der Unsicherheit liegt über uns. Während wir die Grenzen unseres Wissens erweitern, lasten die ethischen und moralischen Fragen schwer auf uns allen. Wir bekämpfen nicht bloß ein Virus. Wir kämpfen gegen die Zeit, schwindende Ressourcen und das Wesen unserer Menschlichkeit. Okay. Ich frage mich, wenn ich das Gegenmittel entwickelt habe, ist das Spiel dann beendet? Also, weil dann gibt es ja keine Zombie-Apokalypse mehr. Also rein theoretisch. Dann braucht es ja keine weiteren Durchgänge mehr. Okay, noch eine Notiz. Steht hier drauf. Eine große Herausforderung besteht darin, die Stabilität der extrahierten Antigene aufrechtzuerhalten, die sich außerhalb ihrer Wirtsumgebung schnell abbauen. Unser Team experimentiert mit verschiedenen Konservierungsmitteln, um ihre Verwendbarkeit zu verbessern. Dafür sammeln wir gerade die ganze Scheiße hier ein. Also sprich Anti und Aluminium. Kochsalzlösung und Aluminiumoxid-Substrat. Blablub. So. Ich habe trotzdem noch die ganz große Frage, wie bekomme ich Strom da unten hin? Ich habe gar keine Idee. So, ja, ich muss, wie gesagt, Rumpf und Bein wegschnetzeln, damit ich... Ganz ehrlich, ich scheiße jetzt hier drauf. Ich gehe nach oben. Und guck, dass ich da den anderen Forschungsbereich nochmal durchsuche. Mit euch gehe ich auch weiter. Ja, wir sind alle hungrig. Das ist echt blöd. Was war hier? Ach, guck mal, hier haben wir auch nochmal so ein Ding. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn wir das haben... guck mal, erstmal den nächsten Patienten hier verarzten. Ich habe leider nichts mehr für den Rumpf, ne? Die machen alle Minus. Na, der ist bei Null. Nein! Ah, komm, Flanke rauf. Kopf eingesteckt. So, dann gehen wir nach oben. Katie geht nach oben. Unsere Pastorin. 18 Uhr. Aber wir haben ja alles aufgeräumt. Also von daher sollte es eigentlich problemlos sein, hier rumzulaufen. Wunderbar. Schade. Regaleinheit. Ich glaube, ich habe hier oben sogar fast schon alles durchsucht, ne? Ja, sagte er und hat hier direkt das erste, was nicht durchsucht ist. Boah, der Kollege ist auch super überladen hier. Krank. So, ich mache übrigens gleich dann nochmal was anderes. Und zwar werde ich... Obwohl, eigentlich ist es Quatsch. Ich habe kurz überlegt, ob ich Katie alle Sachen gebe. Die geht dann runter und die anderen beiden schicke ich schon mal los. Das wäre aber, glaube ich, auch nicht wirklich günstig. Weil Kelly braucht auch Essen. So, okay, auf was kommen wir denn am Ende? Okay, noch eine Forschungsnotiz. Die können wir alle wegwerfen übrigens danach. Die ersten Ergebnisse der Versuche mit Konservierungsmitteln sind ermutigend. Die Kombination von Antigenen mit Aluminiumhydroxid und Kochsalzlösung zeigt eine deutlich verbesserte Immunantwort. Diese Entwicklung ist ein hoffnungsvolles Zeichen für die Wirksamkeit unserer Impfstoffformel. Impfstoffformel. So, weiter geht's. Wir werden sterben, wir werden alle sterben. Wir sind am Arsch. Hoffnungslos am Arsch. Ich bin so hungrig. Ich weiß. Sättigung, ja. Moral. Kann ich damit irgendwas noch erreichen? Nee, geht trotzdem runter. Wir sind am Arsch. Ich meine, ich kann mich mit Medikamenten vollpumpen.
So, Kaylee, so, Kaylee geht runter. Das heißt, sie kriegt schon mal alles hiervon. So, du kannst schon mal alle davon abgeben. Ben Zeng macht keinen Sinn. Die Köpfe, hast du Köpfe? Du hast keine Köpfe. Okay. Gut, dann geht's für Kaylee schon mal langsam nach unten. Und Lea kann hier einfach noch mal ein bisschen durchsuchen. Ah, guck mal, Kartenfragment. Fünf Häuser noch mal entdeckt. Oh ja, guck mal, Kuriertasche. Und nochmal sauberes Wasser, cool. Das habe ich schon durchsucht. Das habe ich auch schon durchsucht. Naja, da hinten geht's weiter. Ja, manche Sachen habe ich halt schon, ne? Ja, schlafen müssen sie auch. Aber dazu kann Kaylee eigentlich auch runtergehen. Franz Brandt Wein. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich bin sogar optimistisch, dass wir genug zusammenkriegen. So, wir sammeln uns mal unten bei den Betten. Ich scheiße jetzt hier mal drauf. Ich gehe erstmal pennen. Ja, wir sind alle hungrig, ich weiß. Lea ist halt die Sprinterin, ne? Die kommt hier gut durch. Rettungsexperte. Kopftreffer mit Nahkampfangriff. Das ist halt übelst gut. Oh, das ist nicht gut. Ja. Ach, sie sieht's ja nicht. Scheiße. So, Kale. Oh, da stehen sie ja. Und Kaylee. Gut hydriert, bringt mir trotzdem keine TPs wieder. Ja, ich würde Lea schon mal pennen lassen. Hallo. Oh oh. Der hat mich mit einem Schlag getötet. Mighty Zombie. Oh mein Gott. Krank. Übelst krank. Ein Schlag. Und es war vorbei. Holy shit. Oh, das nervt mich auch so ein bisschen. Dass ich die Karte nicht bewegen kann. Naja, das sind die oben. Die dürfen mich aber eigentlich gar nicht mehr sehen am Ende. Okay, gut. Dann machen wir eine kleine Rest. Was denn jetzt? Alter, Leute, die sind arschweit weg. Macht euch keine Gedanken. Alles gut. Alles gut. Sie müssten hoffentlich jetzt auch oben drin sein. Ja, hungrig durstig. Gut, gegen Durst kann ich noch regeln. Hunger wird halt Problem. Ich kann mich mit Bier vollschütten. Und mit Wein. Es gibt auch nochmal ein bisschen Sättigung. Jetzt geht's bergauf. TPs kann ich halt generieren. Was hast denn du? Ich würde eigentlich ungern alle runterschicken. Ja, aber noch Kartenfragmente. Eigentlich würde ich gern die beiden schon losschicken. Du bist sowas von überladen. Das ist Wahnsinn. Ja, wir schmeißen alles hier vor die Hütte. So.
Bücher gehen weg, die braucht kein Mensch. Reiseführer brauchen wir nicht mehr. Moral, ganz ehrlich, brauche ich auch nicht, weil ich habe meine Pastorin. So, Schulter, das kann 10, das kann 12, ist auch für die Schulter, ne? Was ist denn noch für die Schulter? Das ist für die Schulter. 45! Holy shit. Kann ich das mal reparieren? Ich drücke schon wieder die falsche Taste. So, dann sind wir bei 68. Hab auch, glaube ich, alle Fäden dafür verwendet. Ja. Ach, guck mal, der hat noch Köpfe. Müssen wir gleich noch abgeben. Ja, er hat halt super viel Stuff. Er hat auch einfach 3 Töpfe und 2 Pfannen. Das ist natürlich auch richtiger Quatsch. Die könnten wir eigentlich mal... Kann ich Gegenstände schon tauschen? Also alle gleich scheiße, ne? So, dann haben wir das schon mal aufgeteilt. Und ganz ehrlich, die anderen beiden schmeiße ich weg. Warte mal, bist du der? Ja. So, dann sind wir noch bei 39. Ich habe halt auch viel zu viele Waffen, ne? Ich meine, es macht eigentlich keinen Sinn, Waffen abzuschmeißen, aber... Bist du? Der Vordergriff. Rotpunktvisier, Zielgenauigkeit plus 20. Reichweite plus 8. Eisenvisier. Reichweite plus 2. Ich meine, ich kann das hier... Warte mal, ich mache das Rotpunktvisier hier drauf. Und die Sachen könnte ich... Obwohl, die wiegen eigentlich auch nichts. Sind wir jetzt bei 38... Die leeren Flaschen muss ich alle behalten, in der Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal was abernten kann. Also nicht abernten, sondern abschöpfen kann aus dem Dings. Wie schwer sind die? 0,4. Zack. So, sind wir bei 37. Die Kuriertasche geht weg. Ja, und ich habe halt noch die Benzinkanister, ne? Was wiegt denn hier noch so viel? Das geht alles weg. Die Planken wiegen halt auch ein bisschen, ne? So, 35, das ist schon mal besser. So, noch jemand wach? Jo, Lea ist wach. So. Okay, du, ja, bist bei 26, easy. Du kannst auch alles behalten, also außer das Buch, das brauchst du wirklich nicht. Oh. Die Notizen gehen alle weg. Ach, sie, guck mal, sie hat auch Benzinkanister. Das ist natürlich Quatsch. Also ich brauche ja nicht hier 4 Benzinkanister. Glaube ich, hoffe ich. So, Kale, warte mal, gib mal deine Benzinkanister ab. Wie gesagt, die Köpfe gehen dann alle an Dings. Franzbranntwein. Jawohl, können wir mal so aufteilen. Die werden wir mal ganz kurz ineinander stacken. Warte mal, du... Hast du noch Platz für eine Tasche? Nee. Ah, guck mal, sie hat sogar auch eine Kuriertasche. Okay, dann können wir die aber wegschmeißen. Die Handschuhe habe ich eh kaum an. Den Rest behalte ich. Kochtopf hast du hier genommen, ne? Das haben wir getauscht. Ach, guck mal hier. Sie hat noch Gewehre. Das können wir nochmal ein bisschen... ...bisschen aufpimpen. Trefferchance bei Angriff auf dasselbe Teil. Zielgenauigkeit. Ach so, okay. Dann gibt es den Vordergriff noch. Oh. Und ganz ehrlich, du kannst hier auch noch eine Kniffe nehmen. So, ja, Planken sehe ich wie gesagt nicht. Also ich könnte mich hier verbarrikadieren, das will ich aber eigentlich nicht.
So, und dann packen wir mal hier alles in einen Benzinkanister. Ja, und ich nehme die anderen beiden trotzdem mit. Ist ja egal. So, das hier ist übrigens auch Quatsch. Ich brauche nicht zwei. So, kann achtmal verwendet werden. Achso, für Moral. Ganz ehrlich, brauche ich auch nicht. Ich habe meine Priesterin. Kann nullmal verwendet werden. Kann nullmal verwendet werden. Warte mal. Nimm dir mal die Taschenlampe hier. Zack. Und Lea hat noch eine Taschenlampe mit 2. Kann aber auch nochmal Batterien reinpacken. So, dann haben wir 5. Das ist okay. You are thirsty. Den Zustand können wir heilen. Sättigung können wir nicht heilen. Du hast doch alles leer. Das kann eigentlich auch nochmal an Kale gehen. Der jetzt hier die ganzen leeren Flaschen hat. Boah, ich habe auch gar nichts mehr zu trinken. Scheiße. Boah, ich muss ganz dringend eine Wasserquelle finden.